sehr großzügig wieder mal. So, was ist das? Dann schmeißen wir den Brustharnisch bei uns mal in die Kiste. Oder in den Kleiderschrank. Dann hoffe ich, können wir schlafen. Dieser Goldperlenring, der muss unbedingt weg. Und dann werden wir uns mal dem Drachenreiter widmen. Oh Gott, hier haben wir ja noch andere Sachen drin. Habe ich den Scheiß hier drin? Also das kann weg. Ich sehe mich nicht als Bogenschützen. Der kommt, das kann ja alles wegschmeißen. Stab der Verwandlung, das war... Ach, da habe ich doch den einen... Dings, glaube ich. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Wieder zurückgeholt, oder? Den Eber? So, speichern. Dann die 3. Die 4. Die 1. Tür öffnen. Ja, Falle auslösen. Und jetzt geht's los. So, Gespräch kennen wir. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich kurz pullen? Hallo? Scheiße. Mann, wieso sehe ich den nicht? Scheiße. Naja, okay. Komm, Herz. Raus hier, raus, 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 raus. So, und jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass er nicht trifft. Ich bin erschöpft. Ja, nein! Ah, ich habe ihn getötet, aber er mich auch. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Oh, war das knapp. Warte mal, ich muss mir mal die fetten Magietränke. Ich habe nur einen. Naja, okay. Ich muss Mana-Tränke pullen. Kann ich hier vielleicht einen finden? Hallo. Nein. Da ist er. Komm her. Was ist denn jetzt los? Okay. Er hat ihn mal aber ganz schnell fertig gemacht. So, ja, hier bla 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 bla. Okay, ich bin der Tod, bla bla. Und los geht's. Okay, Blitz ist nicht gut. Ich muss ein bisschen darauf hoffen, dass er die richtigen Zaubersprüche, oder die für mich richtigen Zaubersprüche, benutzt. Feuer ist okay, das ist okay. Blitz ist böse. So, los geht's. Er ist tot. Drachenherzjuwel hat die Form eines Drachenherzes. Eigenartiger Zauber zu liegen. Das aufgesammelt jetzt? Ja. Okay, sehr geil. Da ist er död. Gegenstand identifiziert. Gut, wir machen mal ganz kurz hier den Rest fertig. Na komm schon. So, das waren die. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Und ich kann die Schatzkammer plündern. Das oh, nee. Ach, das, ja. Das war übrigens bei dem einen noch. Ich habe den einfach mit so einem Todesstoß getroffen. Gut, so. Dann
holen wir uns unsere Belohnung. Ich sammle erstmal alles ein. Verschlossen. Da liegen auf jeden Fall noch Schlüssel rum. Wir machen die Truhen, würde ich sagen, zum Schluss. Okay, die enthält schon mal nichts. Wie gesagt, wir gucken uns alles dann am Ende an. Na. Die ist auch verschlossen. Sollten wir aber auch gleich aufkriegen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie verzaubert ist. So, das ist alles leer. Ich muss erst etwas ablegen. Ja, das ist mir jetzt egal. Nee. Oh, dann können wir auch jetzt mal gucken. Das kann man weglegen. Die sind nicht identifiziert, die auch nicht. Das ist ganz großer Mist. Gut, die sind nicht schwer. Das Bett hier. Ja, die können wir uns mal mitnehmen. Der Schmutz bleibt auch hier. Ein Claymore. Ich muss erst etwas ablegen. So, da haben wir noch einen super Ausdauertrank. Einmal Bernstein. Ich muss erst etwas ablegen. Jaha, ich weiß. Guck mal, warte. Ah, ich habe eine Idee, was ich mit dem Herz machen kann. Herrlich. Nee. Okay. Ach nee, die war verschlossen. Das tat gut. Okay, auch die ist scheiße. Claymore bleibt auch hier. Dürfte ich hoffentlich nicht mehr überladen sein. Das Schild bleibt hier. Den Rest nehmen wir mit. So, ich teste mal kurz was. Das ist das Einzige, was für mich sinnvoll erscheint. Okay, das bewirkt gar nichts. Sonst können wir nichts machen, oder? Nee, Fackel. Das ist nichts. Nee, haben wir alles. Na dann, haben wir tatsächlich hier den... Naja, ist das Kerker, kann man das schon fast gar nicht mehr nennen. Also auf jeden Fall hier die Impffestung erledigt. Mal den Teleporter draußen noch freischalten und dann auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, ich habe auch alles an Gegner... Ah, scheiße. Nee, ist ein Hebel. Ich bin nicht ganz sicher, was das gerade ausgelöst hat. Ich glaube, ich habe auch alles an Gegnern getötet, was hier gelebt hat. Ist das ein Buch? Ja, aber nicht wichtig. Also ein Zauberbuch. So, dann geht's wieder hoch. Och, endlich. Freiheit. So. Wie wunderbar. So, da fehlt nur noch die Begräbnisstätte. Und dann sind wir durch. Aua. Also was die Teleporter betrifft. Mit dem Spiel sind wir dann immer noch nicht durch. So, Haus von Buratus. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Sprechender Baum. Da können wir vielleicht auch nochmal hin. Ich würde vielleicht... Ich muss unbedingt zur Begräbnisstätte. Ich würde erstmal kurz handeln. Und... Da ist er jetzt schon wieder hier. Mann, kannst du nicht einfach in deiner Hütte bleiben? Und einfach mal gucken, was wir von den Sachen, die wir jetzt gefunden haben, verwenden können. Achso, ich hätte nach Verdistes... Naja, egal. Gehen können, um die anderen Sachen aus dem Kleiderschrank zu holen. So, das muss ich klicken. Also, Waffe finde ich... Okay, 10 bis 19 Schaden. Okay, wir identifizieren erstmal alles. 10.000? 9.000.
Schöne Werte. Oh, 400 Rüstung. 60 Magie. Oh, ich glaube, wir haben eine neue. Ja. Ja. Blitzschaden. Okay, 4 zur Sicht ist nicht ganz so wichtig. Jo. Anelicht. Alter, 400 Rüstung. Was macht denn das aus? Hier nicht. Da. Rüstung 211. Oh, ja. Das lohnt sich. Wie gesagt, die Resistenzen gehen leider ein bisschen runter. Ja, Wahrnehmung. Ah, geht auch runter. Was ist denn Wahrnehmung? Also dafür haben wir jetzt mehr Sicht. Viel, viel mehr Magie. Das ist Mist. Und hier Wahrnehmung, Magie. Tödliches Geschenk, Fluch der Verwandlung. Resistenz, Fallen umgehen. 40 Magie, 4 Wahrnehmung. Nee. Helm? 6 Intelligenz, 100 Magie und 10 Resistenz. Skelettwand, auch kein Mensch. Ja, wir wollten trotzdem den. Gut. Achso, warte mal, Ringe waren, glaube ich, alle nutzlos, ne? Naja, okay. Gut, mein Freund. So. Geld hast du ja, ne? Oh, 32.000. Der hat gar kein Geld mehr. Okay, warte mal, dann reparieren wir erst wieder. Ach, die Axt muss sowieso auch noch weg. Alter, die ist auch einfach 3000 wert. Ich habe halt wenig Schaden erlitten, ne? Ja, komm, der Rest ist geschenkt. Was? Für meinen besten Freund CB. Keine Ahnung, Dunkelelfen-Amulett. Hol ich einfach mal. Sieht aus wie ein Special-Gegenstand. Ja, und der Rest ist ja von mir. Ja, komm, Rest schenke ich dir. Oh, er ist eh schon bei 100. Egal. CB. Dunkelelfen-Amulett. Also Bronzion, aber der fängt ja mit B an. Elfenamulett. Maus Spaß, gibt's hier jemanden, der... Was zum Teufel bin ich denn? Ach, ich muss nach Süden. Gibt's hier zufällig jemanden, der irgendwie CB heißt? Frag für einen Freund. Ach, Echsenmenschen. Hab ich erstmal die Schnauze voll von Echsenmenschen. Wer ist der Chef hier? Anurion. Ne? Lea Jarek, Brantalas. Elfen. Wo ist denn hier der Ideon? Hier, Bronzion. Hier sein Amulett? Nee. Tschüss. Aber Nariel. Oh ja, ich bin. Ja, die Schätze sind sehr gefährlich. Heimat der Uralten, okay. Was hast denn du an Geld? Ein 2000. Er hat schon fette Sachen, ne? Todesklinge. Sind aber auch einfach nur teuer. Ja, ich glaube, die besten Sachen findet man eh. Also ich glaube nicht, dass man hier wirklich viel guten Stuff kaufen kann. Ja, keine Ahnung, wem dieses komische Amulett gehört. Für meinen besten Freund CB. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, dann werden wir mal gucken, ob wir... Mann. Ob wir einen Weg finden... Apropos Weg, hier ist ein Trampelpfad. Richtung Elfenruine. Oh, Magier. Ach, Scheiße. Ach, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Wenn die Elfenbüchse der Pandora geöffnet. Shit, Alter. Ah, Blitzexe. Gefühlt halte ich ein bisschen mehr aus. Kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde. Wir sind 100% hier auch nochmal Echsen. Nee. So, jetzt sind wir ganz kurz auf die Karte gucken. Also, wir sind... Oh Gott, ganz weit weg. Ja, ich will von der Festung ausgehen. Und dann nach Südosten. Mann. Und tot. Maßgeschneiderte Breitaxt. Kann man bestimmt auch für einen gewissen Wert verkaufen. So, eigentlich müsste ich schlafen gehen. Ja. Spinnen? Warum sind die Dinger schneller als ich? Verschwinde. Okay. Gut, also Südwesten. Ich latsche einfach mal ein bisschen los. Okay, komm nicht weit. Eigentlich will ich auch nicht kämpfen. Gut, bis jetzt klappt es sehr gut. Scheiße, ich komme ja gar nicht lang. Okay. Oh, sag mir nicht, dass hier überall der See ist. Und ich deswegen schon gar nicht lang. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Oh, ist nicht dein Ernst. Ist das hier alles vom See umschlossen? Ich laufe jetzt einfach. Okay. Kann ich mir so klemmen. Ich muss durch das Elfendorf. Ah, Kacke. Ja, ich hab keine andere Möglichkeit. Shit. Aber die Sichtweite ist echt deutlich besser. Wirklich ultra gut. Oh, hier sind Ruhe. Schöne Falle. Ja. Kackbogen. Weiß nicht, folgen die mir immer noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, also, wir müssen leider doch durchs Dorf. Und dann nach Süden. Und das bedeutet, wir müssen gegen die Trolle kämpfen. Shit. Alter, die Sichtweite ist so... Krass. So, ich weiß... Achso, und die letzten Trolle sind mir bis ins Dorf gefolgt. Zum Leidwesen der... Der Elfen? Was ist hier? Okay, hier sind aber keine Gegner.
Wie komme ich denn eigentlich hier hoch? Obviously erstmal gar nicht. Okay, da sind die nächsten Troller. Ja, hilft nicht. Ich muss kurz schlafen gehen. Wird eh schon wieder dunkel. Aber wir können ja erstmal wieder ein bisschen Stuff ablegen. Was habe ich denn eigentlich... Oh Gott. Irgendwas am Hals. Können wir mal ein bisschen ausmisten. Ja. Das kommt schon mal weg. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was jetzt los ist. Was im Hals. So, was haben wir hier drin? Ach so. So Sonderstuff. Da können wir auch mal das hier reinmachen. Obwohl, warte mal, das geht in die andere Kiste. Ja, die ganzen Schlüssel brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ich will halt auch nicht, dass irgendwas fehlt. So. Jetzt haben wir die alle schon mal gehabt. Zack. Sechs von denen, ein von denen. Und dann sind wir durch. Alter, wir haben einfach 8000 Goldstücke. Okay. Muss ich die alle mit mir rumschleppen? Also den 1000er Stack lasse ich mal hier. Ja, ist egal. Kann ich auch nicht da rauskommen. Ich kann das nicht benutzen. Das kann ich nicht verwenden. Warum ist denn dieser 1000er-Stack so besonders? Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Muss ich nicht verstehen. Oh, wir sind übrigens kurz vorm Level-Up. As I see. So, die... Oh. So, die Trolle. Wir testen mal ganz kurz an. Blitz macht immer super Schaden. Hör auf, dahin zu rennen. Okay, also wenn wir treffen... ist okay. Macht auch gar nicht mehr so viel Schaden. Wahrscheinlichkeit größer, oder? Alter Schwede. Wo ist der nächste? Lässt du den Stein fallen? Boah, die fressen sehr, sehr viel. Also wir kommen mühsam durch, würde ich behaupten. Bin tatsächlich nicht ganz so begeistert. Wir machen sehr wenig Schaden. Das finde ich nicht schön. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Uff. Alter, hast du gesehen, wie viele da stehen? Komm mal her, komm mal mit. Ich muss jetzt hier mal einen nach dem anderen holen. Ah.
setzt auch seine Fähigkeit gegen die nicht ein. Das ist leider auch schade. Was er bei den Skeletten ja noch gemacht hat, macht er hier leider nicht mehr. So, next one, please. Hör auf, da hinten. Ach, der Kollege Schnürschuh. So, das waren schon mal drei. Hör auf, dahin zu rennen. Sehr schön. Level up. So, komm mal her. Oh, ich muss unbedingt eigentlich Gewandtheit machen. Ich bin da so schlecht drin. Ja, und wir machen... Scheiße, Mann. Blitz 34. Was bin ich? 32 jetzt? 32. Giftwolke. Keine Ahnung. Das habe ich, glaube ich, aus irgendwelchen Büchern. Segnen benutze ich auch gar nicht. Was war... Ach ja, Fähigkeiten verleihen. 20% meiner Fähigkeiten. Das klingt doch gut. Herrlich. Perfekt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt neu beschwören muss. Oder ob er jetzt... automatisch gleich das hat. Das wissen nur die... die beiden Divinity-Götter. Also gefühlt treffe ich besser, aber gut. Ich habe auch nicht wenig Punkte dafür ausgegeben. Wäre schon eine arge Enttäuschung, wenn es nicht so wäre. Tatsächlich besser. Angriff. Oh Gott, das war ein bisschen früh. Schaden passiert auch weniger. Also ich bin jetzt nicht so am struggeln wie davor noch. Da steht da einer, oder? Nee. Ach so. Ende. Warte mal, ist da in der Kiste was drin noch? Angriff! Lass mal drin. Ich werde jetzt auch wirklich nur noch gute Sachen holen. Also mitnehmen. Weil ich kann sie auch nirgendwo mehr verkaufen. Weil keiner mehr Geld hat. Also mal davon abgesehen, dass wir über 100.000 haben und das Geld einfach nicht loswerden. Muss ich es ja auch nicht quasi noch mehr vermehren. Aber wir müssen doch langsam mal an der komischen Begräbnisstätte sein. Ja, ich glaube, wir sind da. Können wir mal kurz auf die Karte gucken? Jo. Jo, wir sind da. Okay, als allererstes den letzten Teleporter dieses Spiels. Jawohl. Wir haben alle Teleporter freigeschaltet und entdeckt. Das finde ich super. Dann gucken wir uns doch mal das Geheimnis der Städte an. Oh, hier sind wirklich Zwerge. Gnubler Volker. Genug für heute. Olhoi. Vriolprak Humor. Wir gehen.
Blork. Herrin wird glücklich sein, wir gute Arbeit tun. Hm? Oh, das war ein Ork. Diese Zwerge benehmen sich ziemlich eigenartig, selbst für Zwergenverhältnisse. Ich werde ihnen folgen und sehen, wer diese Herrin ist, die diesen Frevel befohlen hat. Ja, das... ich sehe den Rauch des Lagerfeuers, zu dem sie unterwegs sind. Hier geht es bestimmt nicht zu den Hallen des Zwergenkönigs. Nein, ganz bestimmt nicht. So, randalierende Zwerge, wir kümmern uns aber morgen erst drum. Für heute war's das und ja, kommt erstmal gut durch den Tag, durch den Abend. Entspannt euch und dann sehen wir uns morgen bei Divine Divinity wieder. Und dann werden wir hoffentlich das Problem zwischen Zwergen und Elfen lösen können. Und, naja, den Verursacher, die Verursacherin entlarven. Bis dahin, adieu.